So. Gehen wir halt nochmal oben rein. Voll die Actionmusik hier wieder, ey. Aber ich mache definitiv auch noch was mit dem Weitgleiten. Aber beim anderen Mal dann. Aber an dieser Stelle kann ich auch mal sagen, ein gutes Willkommen zurück zu einer weiteren Recording-Session von Let's Play Batman Arkham Knight. Ach, was mache ich denn? Es geht ja nur oben rum. Wir wollen immer noch in das Büro des Anstaltsleiters. Hatte ich das schon gescannt? Ja. Manchmal kommt es halt zustande, dass ich... Hat jemand die Fledermaus gesehen? Los, jemand muss doch gesehen haben, wo er hin ist. Ich glaube, ich weiß, wie das ist, Rätsel. Ein fressender Mann, der einen Umhang trägt, der aus dem Schatten hervorspringt und nutzlosen Gangstern den Kopf abreißt. Das war's. Das wäre viel zu einfach gewesen mit der Statue. Das war's. Stimmt. Man musste ja irgendwelche Hinweise finden, die etwas subtilerer Art sind. Was mache ich denn? So. Ah, ich komme hier rein, weil wir mit der Glocke alles kaputt gemacht haben. Ein Katzenmausspiel kann schmerzhaft sein. Ah, irgendein Hinweis wahrscheinlich an Catwoman, den ich finden soll. Kurz den Check. Zwei unbewaffnete Typen. Ah, der hat aber hier Electricity. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt. Na, das ist ja immerhin gleich geblieben. Dass ich die so ausnocken kann. Man kann sagen, was man will. Ich bin ja auch. Warte mal ganz kurz. Das hier müsste es sein, ne? Die Catwoman. Ja. Mit den Animated Series groß geworden. Aber Bodo Wolf als Joker war echt geil besetzt in der Arkham-Spielreihe. Ich denke, ich soll dir genau zuhören. Hä? Ich sollte doch es um die Ecke werfen. What the hell? Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann... Ach so. Das kommt da davon. Ich hab das echt schon ewig nicht mehr gespielt. 7, bald 8 Jahre, ne? Also. Du bist Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner?
Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist noch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Ich will was experimentieren. Verschwindest du da? Bring sie einfach um. Sie ist jetzt nutzlos. Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Geht doch nicht. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicey. Bleib stehen, Batman. Ich warne dich. Na also. Du Monster. Du gemeines, fieses, fieses Monster. Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Immer diese Schnapsnasen. Arme Dr. Young. Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter. Hilfe! Warum hilft mir der Kleiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs! Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J. braucht ihn auf der Party. Ihr Clowns. Bring it! Hey, ich hab auf den anderen gezielt. Hey? Ach nö. Immer meine Kombo verhunzen. Really? Gut. Aber folgendes. Oracle. Kurz warten. Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mit Hilfe eines Code-Sequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Ah, es geht auf den Sequenzer zu. Gut, ich habe erst nochmal mit der Verbesserung gewartet. Weil, aus dem folgenden Grund, ich dachte, ich würde was Storymäßiges freischalten. Aber dann kann ich ja mich auf was konzentrieren. So, wir hätten hier die Annäherung. Was hätten wir noch? Zwillings-Batarangs, Batarang-Kraft, alles sehr nice. Oder wir nehmen erstmal was für die Kämpfe. Tja, Kombo, ich mach diesen Kombo so selten. Ach nee, wir gehen, ich spiele ja schwer, ich gehe mit meiner Energie eins hoch. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Wie lustig du bist, Edward. Warte mal, ich werde mich gleich darum kümmern. Ich dachte, ich müsste hier noch was scannen. Genau. Braucht doch irgendeinen Hinweis oder eine Spur, weil Quinn nicht die Schlauste ist. Eine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. Würde die Karte sagen, hier ist noch was? Hier ist noch was.
Na, dem wäre das aber dann da oben was. Jetzt muss ich mal ganz kurz checken, bevor ich hier rausgehe. Nein, es soll in dem Raum selbst sein. Das will ich jetzt mal schnell schauen. Ach so, ein Rätsel, ne? Wahrscheinlich dann zum Lösen. Ich verliere die Geduld. Du betrügst. Das musst du einfach. Wie betrüge ich denn, wenn ich deine lächerliche Rätselkarte jetzt habe? Nächsten Gang. Können immer mal wieder ein bisschen checken. Erstmal schauen, okay, Spur führt hier weiter. Sehr schön. So, warte mal, was soll hier sein? Rechts von mir, da oben. Achso, da ist eine Mauer, die kann ich noch nicht kaputt machen. Und noch was hier in dem Reich? Nein. Achso, aus der Joker-Szene wieder mal. Drei Bewaffnete. Zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Ich will einen darüber locken. Oder hierher, das ist noch besser. So, auf diese Gänge kommen die gar nicht hoch, gell? Na gut, dann machen wir es anders. Auf die traditionelle Art. Der checkt auch nichts. Oh Scheiße, ich hab. Ich hab gar nicht mehr an diese Manschetten gedacht. Was ist mit dir passiert? Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, verstanden? Batman, kannst du mich hören? Denn hier soll auch noch ein Rätsel sein. Eine Karte oder ein Rätsel? Eine Trophäe oder ein Rätsel? Trophäe. Wahrscheinlich in dem Raum, in den ich nicht reinkomme. Können wir aber gleich nochmal gucken. So. Ich geb dir Deckung. Ah. Honks, ey. Ich bin an der Tür, hier ist nichts. Das Ding aus. Mann, dann gehe ich eben. Ah, Scheiße, was habe ich getan? Scheiße, warum bin ich denn vor den gefallen? Nein? Alter. Alter. Fuck. Ich bin runtergefallen. Meine unsterbliche Unterstützung danken und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald. Ruhe da hinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn lief gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei dir? Jetzt steht sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Du sollst still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Wie das leiert. Jetzt, wo er euch nacheinander erledigt. Du hast Joker gehört.
Kommt hier rüber, alle, zu mir! Wach auf, hörst du mich? Wach auf! Na, geht doch. Warum nicht gleich so? Aber ich habe echt nicht mehr an diese Manschetten gedacht, ne? Dann... Wie schnell das mich gekillt hat, Alter. Ist ja übel. So. Ich schau mal ganz gut nach. Nach der Karte. Ja, dann wahrscheinlich in diesem Raum da. Nee, das ist ja gar kein abgeschlossener Raum mehr. Ah, dann kann das sogar weiter oben sein. Das ist nämlich genau der Bereich, wo ich mit dem Glockenturm runtergekommen bin. Na, oder ich habe einfach nur vergessen, jemanden zu öffnen. Das ist auch möglich. Tatsächlich ein Tonbandgerät. Weil ich hätte schwören können, ich wäre hier drin gewesen. So. Grasen wir die anderen ab. Nee. Das machen wir noch, wenn wir offiziell backtracken. Ich mache jetzt nur, was noch auf dem Weg liegt. Was ist denn los mit meiner Stimme? Ich bin schon wieder irgendwie... Räusper, Knusper, Knusper, Knäuschen oder sowas. Laut der Map soll hier was sein. Genau hier, wo ich jetzt stehe. Kann auch unter mir sein. Oder es ist ein Rätsel. Aber das glaube ich hier nicht. Oder? Ne, kein Rätsel. Ach so. Da war ein Gitter. Das habe ich übersehen am Anfang. Dann ist wahrscheinlich die Trophäe auch da unten drunter irgendwo versteckt. Umhang ist voll zerfetzt. Wie kann der eigentlich noch gleiten? Damit. Videogame Logic. Hey, warte mal, ich darf jetzt hier raus. Das konnte ich vorher nicht, gell? Dann gehen wir das erstmal durch. Was ich immer so cool fand auch an den Arkham-Spielen ist, dass die Welt so dynamisch ist, sich auch immer verändert mit. Je nachdem, wie weit wir sind. Was sagt die Karte hier? Hier habe ich alles abgekratzt. Seit 10 Minuten ist es verboten, irgendwo in den Gängen der Anstalt umherzulaufen. Jeder, der dies tut, dem werden... Das ist doch unmöglich! Ha! Dem werden die Beine entfernt und er darf Kaiser Joker Zaubertricks vorführen. So, fertig. Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Also sichern wir den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar, ich mochte sie noch nie. Du bist kaltblütig, Mann. Komisch, mir hat er das Gleiche befohlen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Also wenn ich ins Auto renne, habe die erste Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Der ist doch eine Lachnummer. Irgendwie geheimnisvoll. Versteh mich nicht falsch, aber einen Moment ist er total durchgeknallt und im nächsten schmiedet er Pläne. Wer weiß, was in seinem Kopf rumspuckt. Das ist nicht unser Problem. Wenn er Harley wieder hier runterschickt, dann stecken wir in Schwierigkeiten. Hat jemand was zu trinken da? Ich wollte eigentlich auf den Bewaffneten. Na also. Hey, ich hab das gekontert.
Solange du nicht wieder mit irgendwelchen Waffen anfängst, ist alles... Ey! Alles cool. Aufs Fressbrett, Junge. Geht doch. Jetzt haben wir einfach die Combo. Ist hier was in dem Gang? Nee. Das wäre hier drüben, aber... Es ist schon wieder mit der Musik los, voll Action. Oh mein Gott, gleich Platz war's. So hört sich an. Hey, nimmst du mal die Trophäe mit? Was ist los mit dir? Wir gehen erstmal hier durch. Ja, ja, das kann ich jetzt noch nicht machen. So, das ist ein bewaffneter Typ. Oh, ein Sniper. Dann komm mit. Und Snächte. So, der Rest ist unbewaffnet, ne? Dann kloppen wir uns doch. Willst du meinen Puls messen? Er ist hier! Wer? Komm schon! Hey! Hey! Was hat denn der für Beine? Hast du die Gumgumfrucht gegessen oder was? Was ist denn los? Ich kann nicht mehr kontern. Now we're talking, hä? Bam in dein Face. Das muss jetzt mal sein. Ich muss mich irgendwie abregen. So. Wollen wir schauen, ob der Joker uns was zu sagen hat. Einen kleinen Easter Egg nehme ich mir wieder mit. Guck mal hier, ist schon weitergebaut. Sagen wir mal Gutes ihm. Na, gehst du weiter? Ich fürchte, ich kann nicht zu der Verabredung erscheinen. Dr. Quinzel wird stattdessen einspringen. Blöde Fledermaus. Immer nervst du Mr. J mit deinen Problemen. Du wirst niemals so traumhaft wie er sein. Du bist nur eine blöde, hässliche Fledermaus in der Falle. So, wo gehen wir als nächstes hin? Eigentlich weiter der Spur folgen, ne? Mal schauen, ich habe die irgendwo da vorne verloren. War ich ja doch auf dem richtigen Weg.